So, ihr komischen Dinger. Das wird so wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Es gab dann einen schönen Hinweis in den Kommentaren, dass es so gehen könnte, aber halt so instabil ist. Und dass wir das Ganze vielleicht doch besser lösen sollten, indem wir das ähnlich machen wie hier. Also, erstmal war das auch noch ein Fehler. Du musst bitte schön schneller einsaugen. Genau, sonst wird das nichts. Weil momentan wurde mehr Lava produziert, als von der kleinsten Einstellung abgepumpt werden kann. Das ist schon mal nicht so schön. Das heißt, jetzt dürfte sich auch da wieder mehr Lava sammeln. Die Energie. Wir haben keinen Strom. Das ist doof. Sehr, sehr doof. Also ja, das hat jetzt wirklich Priorität, das hier zu bauen. Die Idee, die jetzt kam und die echt nicht schlecht klang, war, dass wir das Ganze über noch so einen Open Block machen. Also wir haben jetzt noch einen Tank und der wird extern befüllt vom ME-System. Wahrscheinlich sogar ein Block hier drüber. Ich brauche mal einen Abstandshalter. Ja, da oben drauf kommt jetzt noch ein Block. Und an den Block kommt meinetwegen hier ein Exporter ran, der das Ding durchgehend mit Lava befüllt. Und von dem Ding gehen dann Fluiducts ab, die dann wiederum die hier befüllen. Das heißt, wir haben ein System, das unten einen Tank befüllt und wir haben ein System oben, das einen Tank entleert. Und das müsste dann dafür sorgen, dass die Viecher durchgehend ihre Lava bekommen und dass durchgehend die Lava von unten da eingesackt wird, ohne dass es zu irgendwelchen Staus oder dergleichen führt. Das ist also der Plan, der auf jeden Fall funktionieren müsste. Die Frage ist nur, ob wir ihn jetzt brauchen. Deswegen wollte ich ja eigentlich die Dinger hier beobachten. Das Problem ist halt nur, dass sobald ich mit einer Aufnahme fertig bin, ich aus dem Spiel rausgehe und es geht keine Zeit voran. Das heißt, zwischen eben gerade letzter Folge und jetzt ist halt keine Zeit verstrichen. Das heißt, ich sollte kurz was anderes machen. Dann wiederkommen und gucken, ob sich dann vielleicht etwas Lava da drin gesammelt hat. Aber es sieht nicht danach aus. ME-System ist total am Abkacken. Ist nicht schön. Haben wir noch Dynamos dabei? Nö. Wozu ist der Tank jetzt eigentlich da? Nirgendwo, ne? Den klaue ich mir dann mal. Kann ich dich abwrenchen? Nö. Okay. Wie baut man Open Block Tanks ab? Ah, so. Einfach ganz lange draufhämmern. Konstruktion ist echt komisch. Wir brauchen den Importer hier jetzt auch gar nicht mehr. Wir brauchen den Exporter da gar nicht mehr. Ja, sehr schön. Alles Ressourcen, die ich dann für mich irgendwie abzwacken kann. So, komm her. Dich können wir abwrenchen. Euch können wir abbauen. Wir müssen euch denn nur durch normale Kabel ersetzen, glaube ich, damit das hier alles schön verbunden ist. Ja. Sicherheitshalber hier noch ein paar Kabel hin. Oh, die erste Ender Lee ist zu 40% fertig. Ja, es dauert ein Weilchen. Und ich könnte es beschleunigen, wenn wir jetzt Endstone herstellen würden. Was auch geht über die Barrels. Was für euch ein guter Tipp ist am Anfang, wenn man die Seeds recht früh bekommt. Aber wir brauchen das jetzt nicht mehr. Wir müssten inzwischen richtig viele. Ja, 367 Enderperlen. Da haben wir jetzt erstmal kein Problem mehr. So, also es sind jetzt 2 Minuten vergangen. Innerhalb von 2 Minuten ist nichts an Lava hier angekommen. Das können wir knicken. Okay, das heißt, wir reißen das jetzt alles ab. Ding, 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 ding. Alles her damit. So, sammeln wir das alles schön ein. Und die Jungs hier. Oh, das war ein Versehen. Die Jungs hier würde ich dann auch gerne in das von mir eben besprochene System umwandeln. Allerdings hätte ich ungern Ausfälle. Also, ne? Wir brauchen den Strom jetzt ja durchgehend. Ich hätte jetzt ungern Ausfälle. Das machen wir am besten so. Wir kappen kurz die Leitung. Oh. Wir kappen kurz die Leitung hier. Zack. Jetzt haben die ganzen Dinger hier hinten keinen Strom. Was nicht ganz stimmt, weil die haben alle noch einen internen Speicher, der nach und nach verbraucht wird. Und das dauert ja noch eine Weile. Aber es wird schon mal kein neuer Strom in die Richtung gepumpt. Das heißt, das ME-System hat jetzt durchgehend Saft. Okay. Das heißt, wir können das Ganze jetzt so umwuseln, wie ich das eben gerade gemeint habe.
So, alles abreißen. Beeilung, 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 Beeilung. Ah, nicht meine schönen Sachen hier runterschmeißen. So. Dann haben wir gleich ganz, ganz viele Fluid-Exporter. Das waren nämlich echt viel zu viele Ausgaben. Das passiert, wenn ein sturer Bock sein Ding durchziehen will. Ganz, ganz viele Ressourcen werden verschwendet. Muss irgendwie gerade an Busch denken. So, du hast alles? Okay. Du nochmal weg, du nochmal weg. Die ganzen Exporter weg. Weg, weg. Ah, das geht bei denen nicht. Komm schon, extra Sales. Programmiert das rein, dass die Ranch funktioniert. Haben sie eventuell schon. Ich spiele ja noch mit den alten Versionen. Was übrigens auch so ein Thema ist, was jetzt öfter schon aufkam. Benutzt doch einfach einen Auto-Packager. Hm, den gibt's bei mir nicht. Oder warum kannst du Leder so und so herstellen? Das geht bei mir nicht. Ich benutze halt immer noch genau die Version, die ich hatte, als ich mit dem Let's Play angefangen habe. Und die hängt schon eine ganze Weile hinterher. Ja, mache ich gleich weiter. Den Gedankengang. Erst muss ich kurz überlegen, wo jetzt der Tank wirklich hinkommt. Der kommt einfach echt oben drauf. Du da. So. Es können theoretisch auch mehrere sein. Naja, wo sind die ganzen Exporte hin? Da. Das heißt, dich machen wir kurz weg. Dich machen wir... dich machen wir da weg. Du exportierst keine Lava mehr. Du exportierst bitte jetzt Lava. Und zwar ruhig ein bisschen schneller. Warum füllt sich das Ding nicht? Always active. Du bist doch angeschlossen. Also, ja. Extra Sales sind doof. Einfach nur doof. Okay, das heißt, wir machen dich da unten weg. Der akzeptiert jetzt nicht, dass er zum ME-System gehört. Er will extra ein Kabel haben, das ihm sagt, dass es zum ME-System gehört. Das heißt, ich versuche jetzt mal den Exporter dahin zu stellen, drehe ihn dann um und sag ihm dann, dass er bitte Lava exportieren soll. Und auch dann macht er es nicht. Ernsthaft? ETF. Okay. Können wir vielleicht einfach nicht exportieren in Tanks? Doch, können wir. Das haben wir hinten beim ME-System ja auch so. ME-System ist tot. Das erklärt es. Schneller arbeiten. Du dahin, du dahin. Jetzt müssen wir gleich kickstarten. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Also wir müssen jetzt schnell das System so aufbauen, dass die... Ja, das war falsch. Dass die Dynamos Strom produzieren. Dann müssen wir die Dynamos schnell anstellen und dann passt das schon irgendwie. Genau, hier lang. Eventuell wird da jetzt ein so ein Ding jetzt nicht reichen. Was müssen wir dann gucken? So. Du. Dynamos jetzt einfach hier so, ne? Da. Da sind sie direkt da drüber. Bestimmt cool aus. So, und du brauchst jetzt ein Servo. Dann brauchen wir ein leeres Feld. Du bist jetzt bitte durchgehend aktiv. Ignored, okay. Dann wirst du bitte eingestellt, dass du abpumpst. So, jetzt haben wir ganz kurz Strom bekommen. Und das müssen wir anschließen an euch. So, das ME-System hinten könnte ganz kurz aufblinken. Aber echt nur ganz kurz. Dann schmeißen wir dich kurz raus. Setzen dafür den vollen Tank, den wir ja dabei haben, ran. So. Wie schnell werdet ihr befüllt? Schnell. Okay. Das heißt, wir können wirklich mit dem einen Ausgang hier eine ganze Reihe befüllen. Das ist sehr gut. Oh, ich merke gerade, das ist gleich doppelt gemoppelt. Wenn ich jetzt hier noch eine Reihe an Fluidacts lang setze, dann werden die von zwei Seiten befüllt. Okay, die können wir später wegmachen.
Aber wegmachen, ne, ist Deko-Sache, das kommt später. Jetzt brauchen wir erstmal Strom. Ganz viel Strom. Du, da, da, da. Zip, 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 so. Hier, wir kriegen. Jetzt kippen wir die Lava da in den Tank. Holen die Lava da raus. Oh, warte mal. Wenn in einem Tank unter 1000 Mikrobuckets sind. Bist du an? Ja, bist du. Wird das jetzt. Hä? Das ist jetzt unpraktisch. Du pump mal nicht ab, bitte. Ich will kurz gucken, ob der Tank gefüllt wird. Nee, bitte nicht. Okay. Der Tank wird nicht befüllt, weil er nicht gesagt bekommen hat, dass er Lava benutzen soll. Wir haben übrigens wieder ein Kilo Bucket an Lava. Sehr gut. Also Exporter. Du. Exporte bitte Lava. Bist du schnell oder langsam? Du bist, glaube ich, auf langsam eingestellt, aber es scheint zu reichen. Es kommt hier hinten nur nichts davon an. Fluiduct empty. Achso, war ich hier an. Ja. Du, du. So. Und die laufen alle. Sehr schön. Du, da, da. So. Alles anschließen. Alles super. Okay. 7 Stück habe ich noch. Dann bapp die mal da, 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 da hin. Gib den Stromkabel. Und dann müsste unser ME-System wieder genug Saft bekommen, dass wir auch die Maschine hinten wieder anschließen können. Eventuell. Mit etwas Glück. Und hier sollten eigentlich auch noch welche hin, ne? Du, dahin. Wie machen wir das? Eigentlich sollte die Reihe bis da durchgezogen werden, denn hinten rum, ne? Ja, okay. Du musst kurz weg. Du gehst hier, hier und dann auf derselben Höhe wie der da. Hier rum. Genauso, okay. Da, da, da. Und da kommen überall Inva, also Magma-Dynamos, dazwischen, daran. Und auf der anderen Seite können wir es jetzt auch nochmal vorbereiten. Also wir haben noch nicht genug Inva, denke ich. Aber wir können es trotzdem vorbereiten. Du, da, du bist disabled. Du saugst Lava ab, hast aber noch keine Abnehmer, keine wirklichen. Obwohl doch, wir können die hier so einstellen, dass sie schon mal doppelt gemoppelt befüllt werden. Weiß jetzt nicht, ob das extra Leck verursacht, aber das müssen wir dann später gucken. Du bist wieder falsch gebaut. Hier wäre richtig, genau. So, und ich hätte es nicht gedacht, aber es könnte gleich passieren, dass wir neue Fluiducts herstellen müssen. Davon wäre ich echt nicht ausgegangen. Wir hatten sie einmal ganz viele gebaut und hatten wir irgendwann auf das ME-System umgeschaltet und habe ich gesagt, wir werden nie wieder Fluiducts und Itemducts und bla blub 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 benutzen. Ja, jetzt haben wir keine mehr. Stromkabel können wir auch schon verlegen. Dim, 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 dim. Hier da lang. Dann mangelt es echt nur noch an Inva. Das heißt Smeltery Time. Du. So, dich noch weiterziehen. Dich noch weiterziehen. Okay, genug vorbereitet. Jetpack, 50% ist okay. Was sagt unser Inva? Inv, 125. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte jetzt gerne Magma. Dim, 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 dim. Magmatic Dynamo. Wir haben keinen Redstone. Okay. Was sagt die Maschine hier hinten? Die Maschine hier hinten sagt, du bist dreiviertel gefüllt mit Redstone. Es wurde schon gesagt, ich könnte doch einfach mit Level-Limitern arbeiten. Das ist auch richtig. Wir haben momentan keinen Redstone, um Level-Limiter zu bauen. Das heißt, ich mache die einfach mal ganz kurz aus. So.
Und dann wage ich, nachdem ich mein Inventar ausgemüllt habe, mal wieder einen Trip in den Nether. Was ja, wie wir herausgefunden haben, nicht mehr so wirklich schlimm ist. Da, alles weg, 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 weg. Essen kann mit, Sand kann hier bleiben, Bilderspawn bleibt hier, Stonebricks hätte ich immer gern dabei, so. Und dann suchen wir uns einfach so ein paar Brocken Redstone. Das Portal ist oben. Ein paar Brocken Redstone, bauen die ab und dann ist gut. Weil pro Nether Redstone Block waren das irgendwie 12 oder 25 Redstone. Also war schon mal richtig ordentlich. Problem ist nur das Finden von dem Zeug. Ich glaube, das war ein bisschen schwer zu erkennen. Gucken wir aber mal. Da, Quarz. Komisches Zeug, das wir nicht brauchen. Riesige, fette Spinne. Imp, noch eine riesige, fette Spinne. Bisschen Soul Sand. Stimmt, an der Decke kann ich auch gucken. Oh, und irgendjemand meinte die Bäume. Es gab irgendeine Baumart, die... Bloodwood, bist du das? Die man zerlegen konnte zu Redstone. Ich gebe mal ganz kurz Redstone ein. Redstone. Da. Wie kriege ich Redstone? Indem ich Redstone Ore smelte. Indem ich Redstone Ore furnace. Indem ich Redstone Ore pulverize. Ja, 24 Stück kommen raus bei Nether Redstone. Sawmill. Note Block. Nein. Sieve. Ja. Crucible Furnace. Es gibt einen Redstone Fisch. Es gibt für alles einen Fisch. Das, okay. Fischprodukt, ja. 1%. Das ist sehr wenig. Das gleiche gibt es für Bienen natürlich auch. Man kann alles mit Bienen und Fischen herstellen. Alles an Grundressourcen. Zentrifuge, ja. Shapecrafting. Ich sehe hier leider keinen Baum. Wurde in den Kommentaren geschrieben. Und ich war mir auch relativ sicher, dass irgendeiner der Bäume Redstone produziert. Ich weiß ja nicht, bei welchem Vorgang. Und der hier wird sich anbieten, weil er halt rot ist. Aber anscheinend nicht. Oder ich mache irgendwas falsch. Eventuell mit einem Crook abbauen. Die Blätter. Na gut, ich gucke mich weiter um.